Ganze 5305 Tage oder 4,5 Jahre musste Jeff Hardy warten, ehe er bei Armageddon 2008 endlich zum WWE-Champion gekürt wurde. Dass es auch schneller geht, zeigte Brock Lesnar 2002, als er nach nur 4,5 Monaten in der Company The Rock um den Gürtel besiegte und sofort oben angekommen war. Wir schauen uns hier 10 aktuelle Roster-Member an, die endlich mal ein ganz bestimmtes Gold um ihre Hüften hängen sollten. 10. John Cena, Intercontinental Championship. Niemand kann bestreiten, dass Big Match John eines Tages als absolute WWE-Legende in die WWE Hall of Fame kommen wird. Einen weißen Fleck hat er aber in seinem Lebenslauf nach wie vor. John Cena war noch nie Intercontinental Champion, hatte sogar noch nie ein TV-Match um den prestigeträchtigen Titel. Möchte er seine Karriere als Grand Slam Champion beenden, ist jetzt sicherlich ein perfekter Zeitpunkt für brillante Matches und den großen Triumph. 9. Kevin Owens Raw Tag Team Champion Titel. Bleiben wir beim Vervollständigen des Grand Slams, ist es für Kevin Owens nach Universal, IC und US Title Zeit für einen Run als Tag Team Champion. Als Einzelwrestler sucht er gerade nach seinem Platz, also warum nicht die brachliegende Raw Tag Team Division auf Vordermann bringen? Mögliche Partner wären Samoa Joe, R-Truth für Comedy Gold und vielleicht sogar irgendwann auch sein Kollege und langjähriger Freund Sami Zayn. 8. Lacey Evans SmackDown Women's Champion Titel. Zwar steht die Veteranin der US Marines erst seit Anfang 2019 im Hauptkader im Ring, aber die letzten Monate haben gezeigt, wie stark sich Lacey Evans im Ring verbessert hat. Ihr den Frauengürtel zu geben, wäre nicht nur ein Zeichen an all die Patrioten vor den Bildschirmen, sondern würde der stark von Bayley und Sasha Banks geprägten Division neuen Schwung verleihen. 7. Titus O'Neil US Title. Er ist sicherlich kein Top-Wrestler, aber er zählt schon seit 11 Jahren zum festen Inventar der WWE. Mit Primetime Players wurde Titus O'Neil zum Tag Team Champion, aber als Einzelwrestler fehlt ihm bislang jedes Gold um die recht steifen Hüften. Ein Run als US Champ würde Titus für seine aufopfernde Charity-Arbeit belohnen und ihm gleichzeitig ein größeres Standing bei Make-A-Wish und Co. einbringen. 6. Bobby Lashley WWE Titel. Schaut ihn euch einfach an, dieser Mann ist fast 44 und kommt immer noch durch keine Tür. Bobby Lashley war vor ewiger Zeit ECW Champion, eroberte dann bei TNA und Bellator und braucht jetzt einfach einen World Champion Titel beim Marktführer. Das jüngste Duell mit Drew McIntyre ging verloren, aber gerade jetzt wäre nach Kofi Kingston ein weiterer afroamerikanischer WWE Champion das richtige Zeichen an die verrückte Welt da draußen. 5. Big E Universal Championship. Wo wir gerade bei großen, schwarzen Powerhouses sind, die zu viel Spinat gegessen haben, darf natürlich auch Big E auf dieser Liste nicht fehlen. Ganz egal, ob mit New Day Split oder ohne, Big E ist einfach zu beeindruckend, um nicht einmal den erst roten, dann blauen Gürtel umschneiden zu dürfen. Hashtag Black Lives Matter natürlich auch hier, aber vor allem wollen wir das Erdbeben spüren, das uns Big E und Braun Strowman im Ring bescheren würden. 4. Shorty G Intercontinental Champion Titel. Der Intercontinental Champion Titel war schon immer als Workhorse Belt bekannt für die fleißigen Techniker im Roster. Für Chad Gable wird es wahrscheinlich nach ganz oben nicht reichen, aber ein Midcard Titel, das ist eine Gelegenheit für elektrisierendes Chain Wrestling und knallharte Submissions. 3. Otis SmackDown Tag Team Champion Titel. Bros before Hoes, heißt es doch immer. Dabei war Tucker nach Mandys Kuss schneller abgeschrieben als Shayna Baszler im Main-Roster. Otis wird sich wahrscheinlich trotz seines Money in the Bank Siegs nicht in die Riege von Stone Cold, Rock oder dem Undertaker einreihen. Heavy Machinery waren auch bei NXT schon nicht Tag Team Champions. Jetzt muss hier einfach mal der große Feel-Good-Moment und der große SmackDown Tag Team Titelgewinn folgen. 2. Cesaro. Und welchen Titel braucht er? Irgendeinen, am besten irgendeinen Haupttitel. Cesaro wurde 4 Jahre in Folge vom Wrestling Observer zum Wrestler ernannt, der am weitesten unter seinem Potenzial eingesetzt wird. Auch auf diesem Kanal werden die Stimmen nicht leise, die Cesaro endlich den ganz großen Sprung wünschen, sei es bei Raw, SmackDown oder NXT. Das wird auch in den 2020er Jahren nicht passieren, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. 1. Aleister Black US Title. Ihr kennt mich, ihr wisst, wer noch fehlt.
Bei NXT wurde Aleister Black zum Star aufgebaut, bei Raw wird er konstant stark dargestellt, aber immer nur bis zu einer gewissen Grenze eingesetzt. Dass WWE Black nicht endlich mal mit seinem ersten Gürtel von der Leine lässt, ist grob fahrlässig, denn irgendwann wird das Spezielle von Aleister Black zur Absurdität eines Mitläufers. Der US-Title wäre ein logischer Schritt und dann liegt es an Black, selber seinen Charakter für das Main-Event-Geschehen attraktiv zu machen. Dankeschön, dass ihr hier bei diesem Video mit dabei wart. Hat es euch gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne weitere Vorschläge für Superstars rein, die Titel gewinnen sollten. Wenn ihr den Kanal supporten wollt und die Produktion dieser Videos, könnt ihr gerne Kanalmitglieder werden. Ansonsten sehen wir uns spätestens beim nächsten Video. Ciao, ciao. Abonniert Spotfight. Meine Podcast-Empfehlung für euch, der Spotfight-Podcast. Exklusive Videos gibt's für Kanalmitglieder.